Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Natur- und Technik-Kanal Amazing Nature Alpha. Heute geht es um den zweiten Teil, nämlich heute habe ich die Insta360 One R in der Leica-Version in der Hand mit dem 1 Zoll großen Sensor mit einer Offenblende von 3,2 und unglaublichen 5,3K Video. Zugegeben, ich war schon etwas aufgeregt, wie ich die kleine Kamera aus dem Karton genommen habe. Es handelt sich ja nur um das Kameramodul. Die beiden anderen Module habe ich euch ja schon im letzten Video vorgestellt. Und das Kameramodul ist richtig schwer und wertig, wenn man das aus der Verpackung nimmt. Ganz klar, das wiegt natürlich auch alles, die große Linse und der 1 Zoll große Sensor, der da drin verbaut ist. Zur Einordnung nochmal, 1 Zoll ist nicht ganz so groß wie MFT und schon gar nicht so groß wie APS-C, sondern das schlägt dann eher so in die Sony RX100 Richtung, die ja auch den 1 Zoll großen Sensor verbaut hat. Und wie ihr wisst, kann man mit diesen Kameras ja auch herausragende Aufnahmen machen, egal ob in 4K Video oder mit Fotos. Aber diese Kamera, die schießt den Vogel ab, denn sie nimmt für sich in Anspruch, dass sie die erste Action-Kamera ist, die 5,3K bei 30 Bilder die Sekunde kann. Außerdem ist sie die erste Actionkamera, die einen 1 Zoll großen Kamerasensor verbaut hat, was natürlich für Lowlight-Situationen besonders geeignet ist. Oder eben, wenn wir die 5,3K ausnutzen für Foto, dann haben wir natürlich auch viel mehr Pixel auf dem Sensor. Die Pixel sind dann größer, können mehr Licht aufnehmen. Die Kamera rauscht nicht so sehr wie andere Actionkameras. Und das klingt doch schon mal vielversprechend. Ich habe die Kamera gestellt bekommen, deswegen blende ich Werbung ein. Aber wie ihr es von mir gewohnt seid, werde ich auch auf die Nachteile eingehen, die es auch hier wieder zu Genüge gibt. Es ist nicht immer so, dass alles nur Vorteile hat. Kommen wir zum ersten Nachteil. Diesmal baue ich das Video so ein bisschen anders auf. Beim letzten Mal habe ich die Nachteile am Ende des Videos gepackt. Hier mische ich so ein bisschen unter das Video drunter. Ein Nachteil vom 1 Zoll großen Sensor ist natürlich, dass wenn ich mich jetzt filme, dass der Sensor durch seine niedrigere Schärfentiefe mich unscharf hat, wenn ich mich im Selfie-Modus filme, weil die Naheinstellgrenze der Kamera jenseits von 1 Meter liegt und mein Arm ist ja kein Meter lang. Und deswegen kommt es dazu, dass natürlich der Hintergrund scharf ist, weil es ja eine Actionkamera ohne Autofokus ist. Bei Actionkameras verbaut man ungern Autofokus, weil das wieder ein bewegliches Teil ist, was dann durch Vibration kaputt gehen kann. Natürlich spart es auch Geld ganz nebenbei. Aber darum geht es eben, die Kamera stellt euch nicht selber scharf. Sie hat einen unendlichen Fokus, wie jede andere Actionkamera auch, hat zwar einen sehr starken Weitwinkel mit 14 mm bei einer Blende 3,2, hatte ich schon erwähnt. Und 14 mm neigen ja immer dazu, auch den Horizont so krumm zu machen. Das kennen wir ja schon alles. Aber ich zeige euch das mal kurz. Also ihr seht schon, so ungefähr würde es aussehen, wenn ich die Kamera im Selfie-Modus selber in der Hand halten würde. Und ihr seht, ich bin unscharf und der Hintergrund ist scharf. Ganz anders sieht das natürlich aus, wenn ich den Selfie-Stick, den ich momentan dran habe, etwas ausziehe. Ich denke, dann bin ich auch in dem scharfen Bereich und ihr seht jetzt mich scharf und den Hintergrund scharf. Wie gesagt, das liegt ganz einfach daran, dass die Kamera keinen Autofokus hat, der eben Dinge, die etwas näher an der Kamera sind, automatisch scharf stellen würde. Da müssen wir bei einer Actionkamera meistens drauf verzichten. Also ich persönlich kenne keine. Vielleicht kennt ihr ja eine Kamera, die das kann. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ihr seht jetzt auch die Bildqualität nochmal hier im Schatten. Bei dem anderen Action-Modul von Insta360 hatte ich das Gefühl, dass bereits der Schatten zu etwas leicht erhöhterem ISO-Rauschen führt. Ich persönlich erwarte von diesem Sensor, dass er hier in diesem normalen schattigen Umgebungslicht noch nicht rauscht. Und ihr könnt das ja jetzt am besten beurteilen. Doch warum benötigen wir eigentlich 5,3K Video? Keiner von euch zu Hause hat ein Anzeigegerät, da bin ich mir ziemlich sicher, welches über 4K auflösen kann. Das heißt, meistens 4096 Bildpunkte maximal in der Bildbreite. Wozu brauchen wir jetzt also den Schmarrn 5,3K? Ganz einfach, einmal ist es natürlich Marketing. Insta360 will sich hier am Markt platzieren als die beste Actionkamera mit der höchsten Auflösung. Natürlich ist es auch praktisch, 5,3K auf dem Sensor zu haben, da wir diese 19 oder 18 Megapixel rum ja direkt auch für Fotos verwenden können und das dann sogar in DNG RAW. Doch der Hauptgrund für 5,3K und der Hauptvorteil in meinen Augen ist natürlich, dass wir mehr Details im Bild haben und deswegen auch das Bild ohne Verlust auf 4K herankroppen können. Das heißt, wir haben einen digitalen Spielraum, einen digitalen Zoom zur Verfügung. Das heißt, ich kann ohne Verlust
in das Bild hineinzoomen und habe immer noch 4K. Normalerweise ist das ja immer andersrum. Wir filmen mit 4K, zoomen ein bisschen rein und landen dann irgendwo bei 3K, 2,7K ungefähr. Aber bei dieser Kamera ist es so, ich kann auch etwas reinkroppen. Das seht ihr jetzt, wenn ich das mal mache. Ich kropp jetzt mal auf 4K ran und ihr seht, dass dann eben immer noch ein sehr scharfes Bild zur Verfügung ist. Die meisten von euch schauen dieses Video wahrscheinlich sowieso auf dem Smartphone. Da habt ihr nicht mal annähernd das Erlebnis oder die Schärfe wie auf einem 4K-Fernseher oder 4K-Monitor. Also schaut euch das Video unbedingt nochmal auf einem größeren Bildschirm an, um das überhaupt beurteilen zu können, was ich jetzt demonstriert habe. Ein Sensor von der Größe und der Auflösung hat natürlich auch Nachteile. Nicht nur die Schärfentiefe, die geringer ist. Wenn wir einen Autofokus hätten, wäre ja das schön. Dann könnten wir wenigstens einen Bokeh-Effekt erzeugen. Aber bei einer Actionkamera ist alles scharf. Also die Landschaften sollen scharf sein. Und deswegen habt ihr Probleme. Also wenn ich euch so weghalte, dann seht ihr, dass ich scharf bin. Vermute ich jedenfalls mal. Und ein weiterer Nachteil ist aber, durch diese Sensorgröße frisst die Actionkamera natürlich auch gewaltig Strom. Also der Sensor muss unter Strom gesetzt werden und die 5,3K müssen erstmal verspeichert werden. Wer ein bisschen Strom sparen will, der filmt in Full HD oder dann eben in 4K. Ja, den Ton, den hört ihr übrigens jetzt über das Rode Wireless Go. Das habe ich oben auf der Kamera montiert und ihr seht hier am Hals den Sender. Ich spreche sehr leise, weil das Mikro sehr nah am Hals ist. Und ihr hört jetzt den Klang meiner Stimme. Da habe ich natürlich noch in Premiere ein Profil drüber gelegt. Aber ihr merkt, das hört sich doch schon ganz passabel an. Übrigens, Audioeinstellungen in der Kamera habe ich keine gefunden. Vielleicht habe ich mich zu dumm eingestellt. Aber ich habe so den Verdacht, dass die Kamera das Audioeingangssignal automatisch levelt. Und wir können das aber auch gar nicht manuell beeinflussen. Das macht es eigentlich fast schon wieder praktisch. Weil wenn ich jetzt auch noch auf dem kleinen Display rumfummeln müsste, um meinen Audioton richtig einzustellen, um dann daheim festzustellen, dass ich ihn übersteuert habe, ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also so ist schon das Konzept, dass man eben eine praktische Actionkamera hat, die man aus der Tasche holt und loslegen kann in einer sehr, sehr guten Qualität. Aber ich würde sagen, wir schauen uns die Kamera noch einmal etwas genauer an, denn die Kamera hat im Gehäuse ein kleines Problem. Und zwar seht ihr die große Linse. Die hat zwar den Vorteil, dass wir hier zum Beispiel einen Filter draufschrauben können. Ich denke, dass da auch bald was von Drittherstellern im Handel ist oder es gibt vielleicht schon lang was im Handel dazu. Aber durch diese große Linse haben wir natürlich das Problem, wenn wir die Kamera aus diesem Gehäuse rausbauen wollen, dann müssen wir extra diese Linse abschrauben. Und das ist schon etwas nervig. Natürlich können wir aber auch hier wieder den Monitor nach vorne drehen. Also diesen kleinen Touchscreen, den wir da hinten sehen, den können wir jetzt nach vorne drehen. Und das ist natürlich eine super Sache. Dann kann ich die Kamera von vorne bedienen. Und im Selfie-Modus, wie ich gerade war, hätte ich eigentlich das Display drehen müssen. Aber genau da kommt der Punkt. Es war mir zu fummelig, die Linse extra abzuschrauben, damit ich die Kamera aus dem Gehäuse rausbringe. Aber alleine die Auflösung ist schon mal wirklich der Hammer. Die Kamera macht mit ihrem 5,3K-Bild, also nur, dass ihr das mal in Zahlen hört, ein 5300 Pixel langes Foto. Also ich habe mir das mal hier notiert, weil die Zahlen wirklich kryptisch sind. Also die Auflösung der Kamera, auch im Fotomodus, sind 5312 Pixel mal 3552. Das sind über 18 Megapixel, also fast 19 Megapixel. Die Kamera macht ein 19-Megapixel-Foto, wenn man ein Bild macht. Sie macht aber das 30 Mal nacheinander innerhalb einer Sekunde, wenn ihr in 5,3K filmt. Das frisst natürlich auch den Akku, aber es ist einfach gigantisch, was wir hier für einen Dynamikumfang haben und was wir für eine Bildschärfe rausholen können.
Über das Touchscreen können wir natürlich die Auflösung wechseln, indem ich hier einfach draufklicke. Dann kann ich auswählen 4K mit 24, mit 25, mit 30 oder mit 60p. Mit Full HD können wir 120 Frames filmen. Hier wäre ein bisschen mehr gegangen, meiner Meinung nach. Eine Kamera, die einen Prozessor hat, der 5,3K verspeichern kann, die muss auch Full HD mit 240 Bildern anbieten. Das Fotografieren mit der Kamera macht mir genauso viel Freude. Also ich bin nicht der Action-Cam-Fotograf, aber jetzt, wo ich sie testen musste, war es natürlich eine besondere Freude für mich, damit auch mal ein paar Fotos zu machen. Als ambitionierter Lightroom- und Photoshop-Freund habe ich natürlich die Bilder in JPEG und DNG Adobe RAW aufgenommen, sodass ich den maximalen Dynamikumfang rausholen kann. Und ihr seht schon hier an diesen Beispielen, welche hervorragende Auflösung diese 19 Megapixel haben, welche, wie super wir die Tiefen aufhellen können und die Lichter abdunkeln können. Damit können wir schon wirklich schöne Fotos machen. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, wo ich die Twin Edition vorgestellt habe, also mit dem kleineren Modul mit dem 1/2 Zoll Sensor, dass da auch schon ganz annehmbare Fotos dabei rauskommen. Und der Trick ist halt immer einfach in RAW fotografieren, da könnt ihr wirklich noch mal einiges aus dem Bild rausholen. Aber auch die Nachtaufnahmen haben mich dann doch beeindruckt. Ich muss fairerweise zugeben, wir hatten absoluten Vollmond, was mich natürlich sehr gestört hat, weil ich wollte ja eigentlich Sterne fotografieren oder diese Star Trails mal ausprobieren. Schaut euch mal dieses Foto an, wie hell das ist. Das ist jetzt zum Beispiel ein JPEG, das aus dem Star Trail exportiert ist. Und das hat pro JPEG 14 MB Größe. Und ihr seht ja, wie hervorragend doch die Details sind. Wir haben eine ISO 400 und das Foto ist mit 100 Sekunden Belichtungszeit aufgenommen worden. Die One R Leica Edition ist natürlich auch ihre 5 Meter wasserdicht. Dazu gibt es natürlich auch Unterwassergehäuse, respektive dann irgendwann von Fremdherstellern auch noch andere zur Auswahl. Diese 5 Meter Wasserdichtigkeit, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, hat sie allerdings nur, wenn ihr diese Frontlinse fest verschraubt habt, denn die hat nochmal eine schöne satte Gummidichtung. Und natürlich könnt ihr dann natürlich auch kein externes Mikrofon oder externe Powerbank anschließen, denn dann ist ja hier eine Schwachstelle, denn dieser Verschluss ist ja auch mit einer Gummidichtung abgedichtet. 5 Meter habt ihr nur, wenn wirklich alles dicht ist. Kommen wir noch zu einem weiteren Nachteil, der mir auch hier wiederum aufgefallen ist. Ich habe in meinem letzten Video gesagt, dass die Kamera öfter mal abgestürzt ist, also auch die Twin Edition mit dem kleineren Sensor. Das hat sich jetzt hier am Anfang fortgesetzt mit dieser Kamera. Das ist natürlich dann besonders ärgerlich, denn dann müsst ihr jedes Mal den Akku killen, also das heißt die Kamera vom Akku trennen, die lässt sich dann nicht mal mehr ausschalten. Und das ist hier besonders ärgerlich in der Leica-Version, weil dann müsst ihr erst dieses Teil abschrauben, damit ihr überhaupt die Kamera aus dem Gehäuse bekommt. Manchmal habt ihr vielleicht noch einen Audioadapter angeschlossen, dann hängt dieses Ding da im Weg, dann müsst ihr das erst wieder reinfummeln, damit ihr überhaupt die Kamera rausbringt. Dazu muss ich aber ein bisschen eingrenzen. Ich hatte das am Anfang sehr häufig, wenn ich gewechselt bin zwischen Fotomodus auf Videomodus und dann mal ins Log-Profil und dann mal ins HDR-Profil und vielleicht mal auf eine andere Auflösung. Dann irgendwann hat sie gestreikt und dicht gemacht. Obwohl ich das nicht so schnell gemacht habe, sondern immer schön behäbig, dass die Kamera auch ja keinen Hänger bekommt. Trotzdem kam es dazu, dass die Kamera sich aufgehangen hat. Nun ist es aber mittlerweile so, ich habe sie jetzt schon länger in Gebrauch, jetzt kommt das gar nicht mehr vor. Also ich müsste jetzt wirklich drüber nachdenken, wann die Kamera sich das letzte Mal aufgehangen hat. Heute jedenfalls noch nicht, obwohl ich auch schon hier jetzt viel rumgespielt habe. Also vielleicht groovt sie sich jetzt so ein bisschen ein, vielleicht wird aber auch nochmal mit einem Software-Update nachgebessert. Das wäre wirklich lobenswert und wäre natürlich super. Also das ist mir noch so aufgefallen, so stabil läuft die Kamera noch nicht, wie man sich das wünschen würde. Kommen wir zum Fazit. Lohnen sich die 400 Euro mehr für das Leica-Modul? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Haufen Geld. Allerdings hat die Kamera natürlich damit ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn ihr sehr viel Actionaufnahmen aufnehmt, zum Beispiel ihr fliegt mit dem Gleitschirm, ihr habt wirklich spektakuläres Footage, was ihr damit aufnehmen würdet, dann würde ich sagen, kauft euch die Kamera, weil ihr einfach 5,3K habt. Ihr könnt reinkroppen, ihr habt den größeren Sensor, ihr habt den größeren Dynamikumfang, ihr habt das niedrigere Rauschen, ihr könnt nachts Star Trails auch noch aufnehmen. Also was will man mehr? Ich würde sagen, nehmt das Geld in die Hand, wenn ihr es übrig habt, natürlich nur, und kauft die Kamera. Für alle anderen, die
eher die normalen Action-Tätigkeiten haben, die vielleicht nicht so cinematisches Footage haben. Zum Beispiel Klettern, da hat man die manchmal recht nah am Körper rumbaumeln, da wackelt sie recht nah am Felsen rum. Da wären 5,3K einfach nur ein SD-Karten-Zumüller. Also das sind ja auch extrem große Dateien, die hier anfallen. Und da muss ich sagen, bleibt einfach bei der Twin Edition, da war ich auch super zufrieden damit. Und die ist auch robuster, man bekommt sie auch schneller rein und raus. Und die hier hätte vielleicht noch den Vorteil, dass man noch einen ND-Filter davor machen kann, damit die Framerate beim Film etwas niedriger ist, damit man wieder so ein bisschen den schönen fließenden Look hinbekommt. Das, wie gesagt, also wenn ihr cinematischer filmen wollt, nehmt diese Kamera. Wenn ihr eher die Standard-Action-Anwendung habt, nehmt unbedingt die Twin Edition. Also ich würde auch nicht die einzelne Edition nehmen, denn dann könnt ihr gleich bei DJI oder einem anderen Konkurrenzprodukt bleiben, sondern unbedingt die Twin Edition nehmen, damit ihr die 360-Grad-Kamera habt, denn die bringt eigentlich den größten Mehrwert. Ihr könnt damit ganz verrückte Dinge machen und euer Footage einfach auf ein ganz anderes Level heben, wohingegen das ja eher so die normalen GoPro-Geschichten sind, Actionaufnahmen, aber dann halt sehr cinematisch. Momentan würde ich sagen, die von der Auflösung ganz klar Spitzenreiter, von der Performance allerdings nicht so sehr. Sie hat sich in meinem Test einige Male aufgehangen, was sehr ärgerlich ist. Und ich hoffe, hier kann noch nachgebessert werden. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen und ihr habt Freude gehabt, dieses Video zu sehen. Ich wünsche euch noch eine friedliche und gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.